Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Heute Morgen fand im Sparda-Bank Hessen-Stadion zu außergewöhnlich früher Zeit die Pressekonferenz vor dem Spiel in Rostock statt. Und da gab es doch gleich eine Ermutigung für die Mannschaft. Ja, dann ein herzliches Willkommen auch zu etwas früherer Stunde heute zur Pressekonferenz vor unserem Spiel am Samstag um 14 Uhr bei Hansa Rostock. Pressekonferenz heute mit unserem Verteidiger Marc Stein, unserem Trainer Rico Schmidt. Und Marc, die erste Frage geht an dich. Du hast ja, das ist glaube ich hinlänglich bekannt, schon mal in Rostock gespielt, bist dort auch groß geworden, zum Profi geworden. Auf was müsst ihr euch da am Samstag einstellen? Ja, also guten Morgen erstmal. Und also in Rostock ist es ähnlich wie hier, dass von dem Verein wirklich erwartet wird, dass das Große zu erreichen und immer die Ziele sehr, 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 sehr stark am Erreichen gemessen werden. Also es ist schon so, dass wir da hinfahren und uns eine Mannschaft erwartet, die kämpferisch sehr stark ist und versucht alles dagegen zu setzen, um noch gute Stimmung in den Verein reinzubringen, weil es bei denen ähnlich wie bei uns nicht sehr gut läuft. Die Mannschaft weit unter den Erwartungen geblieben ist. Also wie man dort gesagt hat, wollte man dieses Jahr den Wiederaufstieg schaffen und da ist diese Mannschaft auch weit vorbeigeschrammt. Und dementsprechend wollen sie natürlich den Fans auch noch ein Stück weit vieles zurückgeben jetzt in den letzten Spielen, da sie für mich, denke ich, mit 41 Punkten durch sein werden, im Abschiedskampf dann nicht mehr ganz so viel mit zu tun haben werden, wollen sie die Fans auf jeden Fall versöhnen und wollen auf jeden Fall zeigen, dass sie zu Unrecht da unten stehen. Und da müssen wir ansetzen und müssen zeigen, dass wir dagegenhalten und dann ist dort alles möglich. Nun liefen die Spiele am letzten Wochenende oder zuletzt, kann man sagen, auch nicht so wie gewünscht, also zumindest vom Ergebnis her. Inwiefern habt ihr das auch in der Mannschaft nochmal analysiert? Ist es nur das berühmte Tor, das den Knoten wieder zum Platzen bringt? Wie siehst du es aus deiner Sicht? Also auf jeden Fall. Also man hat teilweise gesehen, dass wir doch teilweise ordentlich gespielt haben, aber uns das Erfolgserlebnis einfach gefehlt hat in den letzten Wochen und wir die Tore einfach nicht geschafft haben, sie zu erzwingen. Und das wird der nächste Ansatzpunkt sein, den wir in Rostock natürlich erreichen wollen. Zusätzlich wollen wir natürlich hinten sicher stehen und wollen wieder zu Null spielen. Das ist immer die Basis, mit der wir da rangehen wollen und wollen dann natürlich dann den Knoten platzen lassen dort in Rostock. Und wir haben uns da natürlich auch ein bisschen was von der Mannschaft aus ein bisschen überlegt und haben dann auch gesagt, dass die Fans, die da mitfahren nach Rostock, wir den Eintritt dort auch als Mannschaft aus der Mannschaftskasse spendieren werden. Eine tolle Sache. Rico, Fans ist das Stichwort. Wir bekommen ja auch in diesen Tagen viele Mails, viele aufmunternde Worte von Fans. Wie nimmst du das jetzt in diesen Tagen wahr? Es ist ein hoher Zuspruch, den die Mannschaft, den der Verein erfährt. Das ist beeindruckend. Und das ist natürlich auch ein für uns verantwortliche Trainer, meine Kollegen mit eingeschlossen für die Mannschaft, auch im Auftrag, das sportlich in die Richtung jetzt zu bringen, dass der Verein sportlich in der dritten Liga verbleibt. Wir haben uns sicherlich jetzt nicht mit Ruhm gekleckert, gerade in den Derbys. Wir haben gespürt, was da so an Emotionalität auch bei den Fans vorherrschte am Montagabend. Da muss ich für beide Seiten ein riesen Kompliment machen. Zum einen die Fans, die trotz
trotzdem sicherlich schon irgendwo in Darmstadt den Frust abgelassen haben. Man darf das aber nicht über einen Kamm scheren. Es gibt immer solche und solche. Ich sehe unsere positiven Fans. Das sind die, die an den Verein glauben, die an die Mannschaft glauben. Wir kriegen ganz, ganz viel Post, Mails, die sagen, Jungs, ihr schafft das, ihr seid gut. Gemeinsam gehen wir jetzt durch dieses Tal der Tränen. Und wir haben uns dann nochmal, es wurde sich ja getroffen, das hat sich ja auch rumgesprochen, an dem Montagabend nach dem Darmstadt-Pokalspiel hier auf dem Parkplatz, wo wir mit dem Bus angekommen sind. Und dort habe ich einen enormen Zuspruch gespürt. Die Mannschaft hat sich hervorragend verhalten, sehr professionell ist das falsche Wort. Sie haben schon gespürt, was auch für Ängste bei den Fans, bei den Zuschauern existiert, wenn es um das Thema Offenbacher Kickers geht. Aber auch die Fans haben sich hervorragend verhalten in so einer Situation, die nicht unkritisch ist, die schon mal ein Stück weit geklettet war, gerade am Anfang meiner Mission im Februar. Jetzt ist das Ganze wieder etwas hochgekommen. Kritischer die Situation, die müssen wir entsprechend, haben wir auch analysiert. Und ich bleibe dabei, es gibt auch nur ein gemeinsames Miteinander. Wir brauchen die Fans, damit wir auch in Rostock das spüren. Und deswegen finde ich das auch eine super Maßnahme von der Mannschaft. Die sagen wir, wer dort kommt, sind wo im Moment 50 Fans, die diesen weiten Weg auf sich nehmen, dort die 630, 40 Kilometer dort hochzukommen mit dem PKW. Das sind ja Reisekosten, Verpflegung etc., wo wir gesagt haben, okay, wir beteiligen uns, die Mannschaft, an den Eintrittskarten. Wir brauchen es auch hier zu Hause im allerletzten Heimspiel der Saison. Und die Mannschaft hat auch was zurückzugeben. Wenn ich das Montagabendspiel hernehme, wie die Jungs da auch wieder gefeitet haben, was sie durchgängig machen. Sie machen Spiel mit Leidenschaft, sie rennen, sie kämpfen. Und jetzt gilt es, wie ich das wahrscheinlich schon des Öfteren jetzt gesagt habe, sich auch für die Dinge zu belohnen, die man immer wieder auch im Training sieht, die man häufig, nicht immer durchgängig, im Spiel sieht. Dieses Belohnungssystem einzuschalten bei sich selbst, bei der Mannschaft, sich für diesen enormen Aufwand, der betrieben wird, auch zu belohnen. Das heißt, wie es auch Marc gesagt hatte, Stabilität in der Abwehr, das ist nach wie vor trotzdem der Schlüssel. Dort haben wir in den letzten Spielen zu einfache Gegentore bekommen, wo insgesamt arbeiten wir gut gegen den Ball. Jeder setzt sich dort auch ein, aber es sind so die kleinen Dinge, wenn man das taktische Geschick. Wann muss ich jetzt rausrücken, lasse ich jetzt den Pass zu, und wenn ich so die letzten Tore analysiere, hier zu Hause gegen Preußen Münster, gegen Chemnitz, in Chemnitz das 1-0, oder hier zu Hause gegen Darmstadt am Freitagabend wieder das 1-0, geschweige denn am Montagabend, dort wird bestraft der Gegner im Moment, so diese Kleinigkeiten, insgesamt arbeiten wir wie gesagt gut gegen Ball, das gilt zu stabilisieren und zum anderen die Fesseln zu lösen, im Offensivspiel, im Umkehrspiel, ja, noch mit mehr Mut, mit mehr Risiko und mit mehr Entschlossenheit dann auch in die Bälle reinzugehen. Wenn wir das zusammenführen, dann werden wir das Tor wieder schießen, davon bin ich überzeugt, und werden auch die ganz, ganz wichtigen Punkte einfahren, damit wir sportlich die Klasse halten. In der Wahrnehmung bei der Gegnerschaft, können wir ja auch offen reden, mit diesen, sagen wir, schmachvollen Derby-Niederlagen, gerade jetzt die 40 Kilometer entfernt, da sind wir schon in der Wahrnehmung praktisch der zweite Absteiger, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, und das werden wir dir zeigen. Aber nicht nur denen, die 40 Kilometer entfernt sind, sondern der restlichen Konkurrenz, die im Moment um diesen Klassenerhalt spielen, kämpfen, arbeiten. Und da haben wir eine hohe Hürde, Rostock zu nehmen, wo wir punkten wollen. Es gibt 1 bis 3 Punkte. Wir dürfen nicht zu gierig sein. Appelliere ich auch an alle Beteiligten,
die Gier, das ist ein Fehler. Angst dürfen wir auch keine haben, das ist auch, das lähmt. Ich persönlich sehe das nicht so, dass dadurch, dass jetzt Rostock die 41 Punkte hat, die waren ja in einer ähnlichen Situation, Marc hat es auch schon angesprochen, wie wir, mit Trainerwechsel, mit durchwachsenen Leistungen. Und die hatten dann so Mitte April ihr erlösendes Spiel in Aachen, Rückstand 3-1, dann noch in den letzten 15 Minuten gebogen. Und das war so für sie jetzt in der Schüssel. Zu vielen jetzt positiven Dingen mit den 41 Punkten werden sie trotz allem sehr konzentriert in die Partie gehen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo bei dem einen oder anderen da Prozente fehlen, sondern die wollen ihr Heimspiel gewinnen. Und das ist eine hohe Hürde, die aber auch zu nehmen ist. Mit der Einstellung, auch mit dem Spiel vom Montagabend, das hat Hoffnung gemacht. Hoffnung im Sinne von, das ist das, was auch die Jungs können. Und wir müssen, wollen das Tor pressen. Stabilität in der Abwehr und diese Konzentrationsschwächen und diese kleinen Lücken müssen wir verhindern. Und dann bin ich optimistisch, dass wir in Rostock kommen. Noch kurz die Nachfrage, personelle Situation, gibt es da irgendwie was, was im Moment? Personell sieht es ja so aus, dass Jan Weißhausen gesperrt ist mit seiner gelb-roten Karte. Julius Reinhardt kann nicht spielen, er ist verletzt. Auch da nochmal, weil das waren auch immer so jetzt in den letzten Tagen, auch nach dem Freitagsspiel, ihr kämpft nicht, ihr wisst nicht, was den Verein betrifft. Wer in so einer Situation seinen Beruf riskiert und den Ball von der Linie kratzt und sich dabei fast einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzieht, der kämpft um alles, für seine Mannschaft, für den Verein. Und das ist sinnbildlich auch für die Mannschaft. So deutlich muss ich das sagen. Der Julius wird ausfallen. Es ist nicht ganz so dramatisch, aber er hat sich da doppelt eben verletzt, Schienbein, ist schwer lediert, dann ist da auch noch muskulär dadurch was entstanden. Also es ist jetzt im Moment nicht absehbar, wann er dann jetzt zurückkehrt. Wir haben im Aufgebot die unsere jungen Wilden, will ich es mal bezeichnen, was wir am Montagabend gesehen haben mit dem Daniel Civinel, der lange warten musste, der eine sehr, sehr ordentliche Partie gespielt hat in Darmstadt. Mit Civinel, mit Korb, mit Meier, mit Mosch im Aufgebot. Und der starke Kader mit unseren Ausfällen, bekanntermaßen Ausfällen. So fahren wir nach Rostock. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ja, vielleicht erstmal an dich, Marc. Die letzten Wochen schienen so, als würde man sich sozusagen in Gebetsmühlen irgendwie wiederfinden. Also man versucht, man redet eigentlich immer wieder das Gleiche. Was bleibt einem eigentlich als Alternative übrig sozusagen? Ist das, kann man das eigentlich selbst noch hören, dass man irgendwie, wir müssen das Tor erzwingen, wir müssen irgendwie den Knoten platzen lassen, kann ich selbst nicht mehr hören, weil das hat man jetzt, glaube ich, jedes Mal wieder sozusagen im Kopf. Was, ist es vielleicht sogar ganz gut, ich komme mal darauf zurück, dass man jetzt mal einen Tag sozusagen aus Offenbach weg ist, um da irgendwie mal in einer anderen Ecke zu sein, sozusagen. Man ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht. Also es kann positiv sein, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber das ist, denke ich mal, müßig darüber zu diskutieren, wie es denn, ob es denn gut oder schlecht sein würde, ob man einen Tag vorher oder später fährt. Grundsätzlich ist es aber leider so, dass es häufig so ist, wenn ein Erfolgserlebnis kommt, die anderen oftmals von alleine kommen und die muss man sich halt hart erarbeiten. Auch wenn man das, wie Sie als Pressevertreter schon wahrscheinlich häufig gehört haben, es ist leider so. Und es hängt leider oft auch viel bei uns im Sport mit dem Kopf zusammen und da gehören die Sachen genauso dazu, dass man sich das Erfolgserlebnis holen muss und auch erzwingen muss. Und daran appellieren wir halt wirklich jede Woche. Sicherlich hört sich das manchmal dann wirklich so an, als wenn das immer die gleiche Richtung, immer die gleiche Leier und
Aber es ist leider so, es geht nur über den Erfolg. Man muss sich die kleinen Erfolge und die kleinen Ziele auch selbst immer stellen und immer setzen. Und sonst hat man in dem Bereich halt auch nichts zu suchen. Und wenn man es nicht immer wieder probiert, jede Woche, und dort versucht, 100% reinzulegen, um für den Erfolg dann da zu kämpfen, dann wird dieser Knoten nie platzen. Allerdings sehe ich das bei uns absolut nicht im Moment. Und jeder arbeitet hart dafür, ob es die Defensive ist, ob das die Offensive ist, ist im Endeffekt egal, wer das Tor macht. Und wenn die das Tor selber machen, dann platzt vielleicht der Knoten. Aber wir müssen dafür hart arbeiten und müssen das Tor, wie der Trainer auch sagt, es erzwingen. Und daran müssen wir in Rostock hart arbeiten. Und dann verstehe ich sie auch, wenn sie sagen, wir sagen immer das Gleiche, aber es ist leider so. Vielleicht kann ich dazu noch was einpflegen. Ja. Zunächst, wie ernst wir das auch nehmen, alle gemeinsam, zeigt ja die Tatsache, dass wir heute schon nach Rostock fahren. Um die lange, lange Busfahrt vorwegzunehmen, sonst ist ja der normale Ablauf, dass wir dann am Freitag, wären wir jetzt hochgefahren nach Rostock, 9 Stunden Busfahrt, das ist dann schon ein ganz schöner Ritt durch die Republik. Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken bei ganz engen Sponsoren, die uns das überhaupt ermöglicht haben, das wahrscheinlich auch fremd zu finanzieren, damit wir eine Nacht eher, dass wir die Busfahrt heute haben, die Anreise und uns dann ab morgen oder ab heute Abend dann morgen in Ruhe auf dieses Spiel, dieses wichtige Auswärtsspiel vorbereiten können. Und das zeigt ja, wie intensiv wir die Dinge auch angehen, um alle Möglichkeiten noch auszuschöpfen, um dann nicht hinterher zu sagen, hätten wir, sondern alles versuchen einzufangen, auch den Spielern das Gefühl geben, wir versuchen alles, um die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir positive Ergebnisse erzielen in den letzten Spielen, beginnend mit Rostock. Das ist jetzt die letzte Etappe der Meisterschaft. Wenn ich nur mal aufs Torverhältnis schaue, haben wir das beste Torverhältnis. Ich warne immer, wir haben jetzt ein paar Spiele ohne Tor sind wir rausgekommen. Und das ist, und da gehört erstmal, da nehme ich alle Kritik auf mich. Da kann ich auch gerne, das nehme ich auf, das breite Kreuz habe ich. Und die Mannschaft hat das beste Torverhältnis aller Mannschaften, die da hinten stehen. Einschließlich auch sogar Hansa Rostock, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Und was die geschossenen Tore betrifft, hat die Mannschaft ganz, ganz viele Tore sogar geschossen. Sogar mehr als Hansa Rostock, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Ich glaube, so 10. Platz ist ein guter Wert von 20 Mannschaften. Und wir haben die gute Offensive. Und es gilt eben, dieses Puzzle ein Stück auch zusammen zu stecken. Und dieses Erfolgserlebnis. Und ich warne aber trotzdem davor, zu gierig zu sein. Gierig heißt, ihr müsst doch gewinnen, Rostock. Wenn ich wo, ihr müsst doch. So. Die Gier frisst das Hirn, hat mein Denker gesagt. Das ist genauso auch im Sport. Stück für Stück. Es gibt 1 bis 3 Punkte. Und wir wollen am Sonnabend in Rostock mit Punkten im Gepäck zurückfahren. 9 Stunden lang. Die Rostocker werden es das enorm schwer machen, weil die für sich sagen, dass wir haben jetzt noch, glaube ich, 2 Heimspiele, die durchwachste Saison, da kommt jetzt Gegner Offenbach genau zur richtigen Zeit, das sind die 3 Punkte pressen. Und das macht das Spiel ja interessant, schon erst recht in der 3. Liga, wo das ganz, ganz eng ist, wo Fehler noch härter bestraft werden, Kleinigkeiten das Ganze ausmachen, weil insgesamt die Qualität in der 3. Liga fast identisch ist. Das haben wir wieder gegen Darmstadt gesehen. Oder. Man hat es hier zu Hause gegen Preußen Münster gesehen, dass die Abstände auch zur Spitze nicht so groß sind, aber wenn diese Kleinigkeiten ausmachen, einmal unaufmerksam, dann ist der ausgepuffte Spieler da und macht die Bude. Und das ist das, was ich auch immer wieder in den Wochen ein Stück weit auch nicht predige, das ist das falsche Wort, aber auch den Spielern immer wieder unterstütze, sagen, Jungs, ihr könnt das auch. Genauso das, was der Gegner bei uns auch anzündet, anzettelt, auch dieses provoziert, wie wir auch am Freitagabend alle zusammen provoziert worden sind von unserem Gegner. Ja, da denke ich an so eine Situation, Julius Reinhardt macht sogar vor dem Gegentor die Ecke. Da kommt Becher rausgeworfen aus dem Preußen Münster, nicht Preußen Münster, sondern aus dem Darmstädter Block.
ein Becher, zwei Becher, da liegen Papierkugeln auf dem Platz. Wir spielen dort weiter, weil wir an das Spiel erstmal, wir wollen spielen. So. Im Gegenzug bei der Verletzung, mit der Spielunterbrechung, kommt irgendwas runtergefallen aus unserem Block und dann hebt der Darmstädter Spieler ganz provozierend das Feuerzeug, was es war, oder den Becher und dann eskaliert das Ganze. So. Der hat da auch ein bisschen das Ganze provoziert. So. Und wie eng das ist, das haben wir auch wieder in den Champions League Spielen gesehen, dass dort mit Haken und Ösen gearbeitet wird. Wir haben Madrid gegen Borussia Dortmund. Von der ersten bis zur letzten Minute. Und das sind so die Dinge, die wir nochmal ein Stück für uns auch verinnerlichen wollen. Und da sind die Jungs auf einem guten Weg. Und alles andere, was Kritik betrifft, dann kritisiert mich. Wenn wir keine Tore schießen, haben wir falsch trainiert. Wenn wir Tore bekommen, habe ich auch falsch trainiert. Ich glaube an meine Mannschaft. Danke. Gibt es noch Fragen? Ja, habe ich noch. Verteidigung umgestellt in Darmstadt, ist das auch die Linie, die dann sozusagen die Reihe, die also Markstein in der Zentrale agiert sozusagen, ist das auch für Rostock die Variante, die dann, wenn man so will, eigentlich auch möglich bleibt? Ja, wir haben in Darmstadt nicht gut verteidigt, weil wir haben ein Gegentor gekriegt. Ja? Und aus der Situation, wo wir Einwurf haben, wieder Einwurf, und da waren wir nicht gut. Aber insgesamt hat es der Marc mit dem Stefan Kleine-Heißmann sehr, sehr ordentlich gemacht. Das zeigt, dass wir da auch Alternativen haben, als neben dem Marcel Stadel, der aber auch insgesamt eine ordentliche Runde spielt. Oder auch Maximilian Alschwede. Wir brauchen jeden Einzelnen, also ich als Trainer, auch die Mannschaft, weil das sind, es ist jetzt auch, wäre zu einfach und unfair auch, oder fahrlässig zu sagen, ja, die ganzen Jungen. Ja, das schaffen wir nicht. Das Ganze jetzt auf Korb oder Schiene oder Mosch oder Meier und so. Also da, meine Herren, das klappt nicht. Und ich denke, da sind wir auch ein Stück weiter. Da sagen wir, wir hauen sie rein. Und so Montagabend, Chile, das hat lange warten müssen. Das ist eine gute Sache gewesen. Sascha hat jetzt auch schon Stabgewicht in der dritten Bundesliga. Und der eine oder andere wird schon noch kommen. Aber entscheidend ist, auf das Grundpersonal zurückzugreifen. Weil die mehr Spiele in den Beinen haben. Das Ganze ein Stück weit auch für sich mehr verinnerlichen. Ich habe Lars Bender vergessen, Montagabend, der das auch sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Der auch jetzt näher an die Mannschaft rangerückt ist. Und diesen Mix, natürlich macht sowas, ist das in so einer Situation, in der wir uns befinden, manchmal auch befreiend, wenn da so ein junger Kerl reinkommt, der an nichts denkt, also nicht an Takt, ich muss jetzt noch dort anlaufen, ich muss noch da anlaufen, sondern der das einfach macht. Wie er es macht und das einfach auch für sich befreiend hinnimmt für die Mannschaft, diesen Balanceakt versuchen wir auch für einen Samstag hinzubekommen. Und da haben wir eben mit dem Marc, Stefan Kleine-Heißmann, den Marcel Stadel auch Alternativen, um dann nochmal so zu sortieren, dass wir das eine nicht das Verteidigen vergessen oder das gegen den Ball arbeiten. Und zum anderen aber auch noch ein Tick entschlossener nach vorne spielen als das vor. Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann danke schön für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.